Ja, Mette-Leute. Boah, ich hab fast gekotzt, Junge, scheiße. Willkommen zurück auf dem Kanal. Um rein, es ist ja jetzt so ein bisschen ruhiger die letzten 2-3 Tage, seitdem die Accounts weg sind. Ich hatte nur gelesen, er hatte versucht nochmal einen Pornoblog aufzumachen, aber da war der ist wohl schnell wieder weggemeldet worden. Also weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ansonsten, ja, das Mona und Hank Video, weiß nicht so. Ich habe es mir angeguckt, diese 2 Minuten Ausschnitt aus dem Auto, glaube ich, vor der Tankstelle oder so. Ah, ich fand es ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht so. Ich habe es ja schon in dem Video, wo Drachenlord über Mona spricht, schon gesagt, so wer so über seinen Ex-Partner redet, so der labert halt Scheiße, so ist ja klar. Auch wenn sie Drachenlord ist und ich ihr alles glaube, was sie sagt, so, ne? Gar kein Ding. Ja, aber. Finde ich nicht so erwähnenswert, um es auf YouTube hochzuladen. Hat es wahrscheinlich eh schon jeder gesehen, also ist ja doppelt wurscht dann. Ja, deswegen einfach mal etwas Älteres, in Anführungszeichen. Nochmal Drachenlords Beschwerden in Richtung Polizei und glaube ich auch von seinem Vodafone-Anbieter oder so. Deswegen schauen wir einfach mal rein, was uns da erwartet, ne? So, sind wir hier. So, Liste der Zeiten der Beamten. So, nur kurzer. Ach Junge, ich bin wieder im Sack hier. Kurze Einführung zu diesem Dokumentstückchen hier. Edward anscheinend wirklich dokumentiert, wann er angerufen hat, wann die Polizei ankam, weswegen angerufen hat, wer dran war, bla bla bla. Den Namen habe ich weggemacht, ne? Klar. Okay, was ist das hier? Welchen Zeitraum? Wir reden von März 2020. Guck mal, das ist alles März, ne, Jungs? Das ist alles März. Der halbe März. So oft hat er angerufen. So, am 1.3. um 17:03 Uhr. Vorstellen, ne? Nach 14 Minuten waren sie schon da. Ich meine, Rainer wohnt ja im Kaff, ne? Und selbst die Penea, ich weiß nicht, wie lange. Ich habe Rainer es mal erzählt, wie lange ungefähr. 10 Minuten oder so hat er mal gesagt. 5 bis 10 Minuten. Und nach 14 Minuten, sprich nach dem Anruf, sind die, denke ich mal, fast sofort schon eingestiegen und sind zu Rainer gefahren. So um 5 Uhr zur, sag ich mal, Primetime, so, ne? Da wird viel, denke ich mal, am meisten los sein, so, ne? Auch was Arbeit abseits von Streifen und so weiter angeht. Wegen 3 Personen, die schreien und seine Wand beschmieren. Die Wand ist schon beschmiert worden, so, ne? Der kann gar nicht beweisen, dass die Sachen da neu sind. Ich denke mal, da wird auch nichts passiert sein. Die wird sich wahrscheinlich nur irgendwas ausgedacht haben, weswegen die Polizei kommen könnte. So, einen Tag später, um 15:04 Uhr. Diesmal 40 Minuten, deswegen meine ich diesmal 40 Minuten später. Unschreiben werfen Sachen auf mein Haus. So, dann um 0:24 Uhr, am gleichen Tag quasi, in Anführungszeichen, ne? 20 Minuten später, Polizei hat die Hater sehend entkommen lassen und sie weder ermahnt, noch sie andersweitig zurechtgewiesen. Also es liest sich einfach schon wieder so, als würde Rainer einfach erwarten, dass die Polizei einfach. Ich habe es, glaube ich, schon tausendmal erwähnt, so, ne? Brauchen wir gar nicht mehr darüber zu reden, wie lächerlich das ist, was er erwartet, wirklich, ne? Mindestens 2, vielleicht mehr, die hier rumschreiend durchgefahrene, selbst beim Schreiben macht er es manchmal, sind und Scheiß bauen, indem sie die gesamte Nachbarschaft belästigen. Ich kann euch sagen, wie das ablief. Da sind 2 Leute da gewesen, wahrscheinlich mit einer Taschenlampe. Rainer hat es gesehen, weil er um die Zeit noch wach ist. Und ist rausgegangen und hat einfach die ganze Nachbarschaft so selbst zusammengebrüllt. So, 16:09 Uhr angerufen, einen Tag später. Und 30 Minuten später waren sie da. 2 Personen schreien, ummachen, Randale und belästigen die gesamte Nachbarschaft. Er ist wieder wahrscheinlich selbst rausgegangen und hat rumgeschrien, man kennt's. Um 17 Uhr, 21 Uhr war immer noch keiner da. 2 Leute schreien, treten gegen das Tor und fummeln am Zaun rum. Von mir immer noch nicht da, sondern als hätte er. Als wärst du seine Privatarmee, ne? Das ist das, was mich so am meisten aufregt. Seine Selbstverständlichkeit, dass andere ihm helfen. So. Utopisch, das Ding manchmal, ne? Utopisch. Männlich, 20, 9, 3 bis 7 Personen. Zählt 15 Mann hier. 1114 keine Beamten erschienen. Vor allem hier. Es ist immer der gleiche Herr, wo ihr direkt aufregt, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Vorstellen, so, ihr arbeitet bei der Polizei, es ruft jemand an. Okay, die Penner werden schon wissen, dass Rainer wahrscheinlich anruft, aber. Das ist schon immer so eine gewisse Situation, die man hat, ne? Will ich jetzt einfach mal so sagen. Weil es könnte ja alles sein. Das könnte.
das kleine Kind sein, was anruft und sagt, dass seine Eltern umgebracht wurden, was weiß ich, oder halt Rainer. So, und dann nimmt er ab, sagt, hallo, ja, Herr so und so, und Rainer legt auf und wählt 110. Ja, Grundstück, sie haben einen schwarzen Honda auf sein Grundstück geworfen. Man kennt's, Rainer, man kennt's. Männlichen Namen nicht verstanden. Ich glaube, Rainer kennt jeden da, also Quatsch. Zwei Personen, die in deinem Grundstück schleichen, maskiert und den Zaun abgesucht haben. Ja, Rainer, das wieder, da kriegt die Paranoid, ne? Wenn jemand einen Zaun vorbei hat, dann denkt er, ja, die suchen nach Schwachstellen. Erwähnt hier, glaube ich, auch irgendwo gleich nochmal. Noch irgendwas Interessantes, was man hier auf Anhieb findet. 1:50, eine Stunde später kam zur Polizei, nicht aufgetaucht. 6 Personen schreien, Alarm auslösen. Ich meine, ihr kennt die Leaks wahrscheinlich alle, ne? Wo man wirklich Rainers Verhalten an der Kamera sieht, ne? Gibt ja jede Aufnahme ist im Netz, da ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Wo er das teilweise selbst auslöst, wenn die Leute halt auf der Straße stehen. So, du stehst halt 2 Meter vor seiner Grundstücksgrenze, die irgendwo bei seinem Zaun anfängt, und der macht schon. Ist einfach, ja. Rumschreien, Sachen rauswerfen und mit dem Auto auf- und abfahren. Ich wette mit euch, das hier hätte schon gereicht, dass Rainer die Polizei anruft. Das hätte schon gereicht, dass da Leute mit dem Auto hin und her fahren. Das hätte ihm schon gereicht, um die Polizei zu belästigen. Männlich keinen Namen genannt, weil die Angst vor Rainer haben, ne? Gleich wie oben, 3 Personen rumschreien, Eier werfen und randalieren. 6 Typen. Das ist einfach. Ich finde das. Es ist ein halber Monat, Jungs, ne? Es ist ein halber Monat. Vor allem März ist noch, sag mal, winterlichere Temperatur, ne? Da werden nicht so viele Leute da gewesen sein. Wahrscheinlich nur ein Bruchteil von denen, wie er hier schreibt. Aber trotzdem. So, dann kommen wir mal zu der Beschwerde ist das, glaube ich, ne? Bei seinem Mobilfunkanbieter. Ist es die Telekom, ist es Vodafone? Erwähnt er bestimmt. Daten und Kundennummer meines Vertrags veröffentlicht. Erstmal dazu, es geht natürlich gar nicht so, ne, wenn ihr da arbeitet, so, ne, und ihr gebt die Sachen vom Rainer raus, ne, es juckt ihn da im Endeffekt nicht. So wirklich, weil ich meine, so, es braucht ein Bärchen und man hat jede Nummer, die er je hat, so, ne? Deswegen so, setzt nicht euer Job oder euer Führungszeugnis oder euer Geld, was weiß ich, aufs Spiel, um Rainer zu triggern, so, das macht halt keinen Sinn, ne? Jemand, Ihre Mitarbeiter scheint meine Kundendaten zu veröffentlichen und ins Netz zu stellen. Zu einem habe ich hier einen Link zu der Seite, auf der diese Seiten veröffentlicht wurden, und zum anderen schicke ich im Angang Bilder mit die offenbar mit dem Handy fotografiert und dann im Internet veröffentlicht wurden. Kritisch dabei ist, dass jemand permanent an meinem Vertrag irgendwelche Daten verändert, Sachen ab und hinzu bucht, falsche Kunden angibt, wie beispielsweise vor einiger Zeit die falsche Kontonummer meiner Bank. Welche ja in meinem Vertrag falsch angegeben wurde, obwohl ich meine anfangs richtig angegeben habe und das seither nicht mehr geändert habe oder dies in Auftrag gegeben habe. So kam es zum Beispiel auch dazu, dass ich plötzlich 480 Euro nachzahlen musste, wo mein Vertrag das hätte abbuchen sollen. Ja, das kennen wir ja von Rainer, ne? Wie der Strom. Ja, die haben etwa da 10 Jahre nie was abgebucht, so. Wer soll ich das wissen, dass ich keinen Strom bezahle? Da es aber der falsche Inhaber war, wurde das Geld immer zurückgezogen, weswegen dieses Problem mit den 84 Euro entstanden ist. Dazu kamen ja die falschen Buchungen von zusätzlichen Verträgen, die ich immer wieder storniert habe und mich da schon beschwert habe. Ich möchte gerne, dass der Sache nachgegangen wird und der entsprechende Mitarbeiter gekündigt wird, sobald dies bekannt ist. Ja klar, so, ne, wenn sowas rauskommt, ich glaube, ihr seid weg, so, ne, Jungs, also. Auch wie verlockend es ist, wenn ihr da seht, Kundendatei Rainer Winkler, ne? Lasst das lieber, ne? Das macht halt wirklich, es schadet euch am Ende mehr als ihm. Denn es handelt sich dabei um eine Verletzung des Datenschutzgesetzes. Dazu geht es da um heikle Informationen und um Sachen, die sehr problematisch für mich sind. Dazu kommt, dass ich mich darüber inzwischen schon etwa 10-mal beschwert habe und telefonisch bei verschiedenen Mitarbeitern, die mir wiederum versicherten, dass der Sache nachgegangen wird. Das ist inzwischen allerdings seit der ersten Beschwerde fast ein Jahr her.
Und hier weiß ja gar nicht, ob da schon was gemacht wurde, ne? Bislang wurde dem also anscheinend nicht nachgegangen. Dies ist der Link zur Website, wenn sein, bla bla bla. Früher gab es auch schon einen Post mit einer damals aktuellen Rechnung, auf der Kundennummer sowie Kundenkontoinformationen standen. Wie auch meine Zahlungen und meine geleisteten Beiträge. Es ist wirklich wichtig, dass die Sache nachgegangen wird, da für mich dadurch ein großer Schaden entsteht. Vanero Vinclero. PS, wenn möglich, wäre es gut, wenn Sie mir eine Nummer per Mail zukommen lassen, damit ich Sie anrufen kann, weil ich aufgrund der veröffentlichten Daten meine Fritzbox eingestellt habe, da ich zwar anrufen, aber nicht angerufen werden kann. Stell dir vor, ihr gebt so eure private Service-Nummer, so eine interne Durchwahl einfach dem Rainer weiter. Meine Güte. Ja, so ein verständliches Anliegen von ihm, deswegen lasse ich Kacke so, ne? Auch wenn es ihn wahrscheinlich für den Moment nervt, wenn ihr dabei erwischt werdet, so. Ihr seid weg, so. So, Zeugenaussage Hausfriedensbruch. Am 19.09.21 um etwa 11 Uhr kam eine Gruppe von mindestens 15 Leuten, welche auf mein Grundstück herumgeschrien, beleidigt und an meinem Tor herumgerissen haben. Ich habe die Alarmanlage eingeschaltet und habe die Polizei gerufen. Außerdem beobachtet, was die Herrschaften alles angestellt haben. Nach einiger Zeit gingen sie um mein Grundstück herum und versuchten offensichtlich einen Weg auf mein Grundstück zu finden. Letztlich hatte einer den Mut oder die Dummheit, wie man es bezeichnen mag, und ist durch meine Hecke gegangen, was eigentlich nicht möglich hätte sein dürfen wegen Stacheldraht. Letztlich ist er dann in meinem Garten gestanden und hat dabei gefilmt. Als ich dann am Fenster von innen geklopft habe, ist er umgedreht und wieder zurück auf die Straße. Die Beamten kamen etwa 10 Minuten später. Ja, so. Irgendwas Wichtiges hier drin gestanden. 11 Uhr, 10 Minuten später, weil 10 Minuten später sind die Leute schon da, so, ne? Ich meine, wir haben gerade gesehen, die anderen Sachen sind schon über 1,5 Jahre früher als das hier. Und trotzdem war die Mom so schnell da, ne? Deswegen finde ich das halt immer wieder, ja, schon sehr frech, dass Rainer sich so sehr über die Polizei beschwert, obwohl man hier wieder sieht, dass sie auch nach all den Jahren des Terrors von Rainer immer noch schnell da waren. So, dann eine Beschwerde zu einem Polizeibeamten. Namen habe ich wieder weggemacht. Sämtliche Aussagen gehen natürlich nur aus meiner Sicht. Was bedeutet, Punkt, dass ich diese Person nicht nach ihrer allgemeinen Arbeit beurteile, was mir auch nicht möglich ist, da ich das nicht wissen kann. Da erinnern wir uns an seine Streams immer wieder oder an die TikTok-Aufnahmen. Die Polizei macht generell keinen Job. So, und jetzt rudert er wieder zurück, ne? Oh, ihr seht die Scheiße gar nicht, ne? Ach, Junge, ich bin auch manchmal ein bisschen durch. So. Perfekt. So, Name, bla bla bla, Geschlecht männlich, meine Erfahrung, gut. Mit Herren habe ich recht gute Erfahrungen gemacht. Es ist so, warum? Was nimmt er sich raus? Ich meine, man macht sowas nur, wenn man sich über jemanden beschwert, so, ne? Man nimmt sich ja nie das Recht raus und geht zu einem Chef von jemandem oder so und sagt, ja, der arbeitet, der war gut, so. Ich finde, der war gut. So, warum macht Rainer das so? Wieso macht er das in schriftlicher Form und denkt, dass es irgendwen interessiert? So, warum? Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Wie man so in seiner Welt leben kann, dass man denkt, dass, wenn die Polizei das liest, denkt sich, Alter, der Rainer. Danke, Rainer, danke, perfekt. So, warum? Wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich noch nicht so besonders viele habe. Erstmal ist es die Art, wie er mit mir spricht, ganz normal. Bei manchen Beamten bekommt man den Eindruck, dass man weniger wert ist. Ja, Rainer, wenn du da alle 15 Minuten anrufst, gefühlt, wegen zwei Leuten, die an deinem Haus vorbeigelaufen sind, was erwartest du denn? Bitte. Es ist schwer zu beschreiben. Ich habe auch, wenn ich mich beschwere oder anrufe, das Gefühl und auch die Erfahrung, dass mir geholfen wird. Im Moment habe ich aber keine konkreten Beispiele. So als würde sich irgendwer darüber freuen, so als würde sich denken, ja, der Rainer, der mag mich, perfekt. Ja, das macht mich gerade so sauer, ne? So, warum macht er Karteikarten von den Beamten so?
Die waren ja anscheinend dazu gedacht, sie zu verschicken, oder er hat sie verschickt, höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Ey, das ist einfach. Ja, wieder ganz oben. Herr, haha. Männlich, wer hat's gedacht? Erfahrung, schlecht. So, das war nämlich das, was ich gesagt habe. Okay, Rainer beschwert sich irgendwo, okay, ne, da kann man es abschicken, ist okay. Ne, wenn man sich über ihn beschwert, ne. Aber dass er einfach jeden Polizisten durchgeht und sich wirklich erlaubt, zu sagen, ja, der war gut so. Hier habe ich hier mal eine Bewertung gemacht, dann ne, können sie bei ihm in die Kartei reinlegen. Das macht mich, also, ich weiß nicht mehr so wirklich warum, ne, aber es macht mich irgendwie richtig sauer. Dass Rainer denkt, mit seinem Weltbild, mit seiner Erfahrung, da irgendwas bewerten zu können. Zusammenfassung meiner Erfahrung. Herr ist für mich ehrlich gesagt schon die größte Horrorvorstellung, wen ich anrufe und höre am Telefon. Das ist übrigens der, wo er direkt auflegt, ne? Wenn er hört, hallo, hier ist Hör, Rainer legt auf und wird 110. Das ist er übrigens. Da ich bereits weiß, dass ich vermutlich auch gleich auflegen kann. Was ich tatsächlich auch in längerer Zeit gemacht habe. Utopisch. Es gab eine Zeit, wen Herr Schicht hatte, schon enorm Probleme mit Tätern. Ja, der Typ hat die angerufen, Rainer. So, der hat gesagt, ey Jungs, ne, die nächsten 6 Stunden bin ich am Telefon, ne? Mach Randale da. Und fast immer, anders kann man es nämlich nicht sagen, ist es entweder so, dass die Hater davon kommen oder gar nicht erst aufgehalten werden. Ja, Rainer, weil eigentlich. Natürlich darf die Polizei Hausverbote verteilen und kann Personalien aufnehmen, um mal zu gucken, wie oft Leute da waren, was im Endeffekt dann auch scheißegal ist, wenn sie keinen Platzverweis haben. Aber im Prinzip, Rainer, dein Dorf, es ist frei. So, es gehört nicht dir, es gehört keinem eigenen Staat, es gehört keinem König, was weiß ich, was du dir vorstellst in deiner Welt. Aber eigentlich darf man da vorbeilaufen, auch an deinem Haus darf man vorbeilaufen. So, und man darf von deinem Haus auch private Fotos machen. So. Ob die Dinger am Ende veröffentlicht werden, das weiß die Polizei ja in dem Situation nicht und kann auch nicht auf Verdacht das Handy durchsuchen, um die Bilder zu sichern, um dann später abgleichen zu können. Es kam schon sehr oft vor, dass wenn ich bei der Polizei anrufe oder Herr Bobo oder andere Personen, von denen ich weiß, dass sie in derselben Dienstgradgruppe sind, gehen, angedeutet haben, als die Beamten an ihnen vorbeigefahren sind, was alle Hater machen, sobald sie ein Polizeiauto auch nur erahnen, spielt es zum Zeitpunkt keine Rolle. Ich will einfach mal daran erinnern, wenn man ja schon viele Besuchervideos gesehen hat, ne? Rainer ist meistens der, wenn die Hater so, ja, die haben ihn rausgelockt, er hat für sie getanzt, ne? Ein bisschen rumgebrüllt, die haben ein paar Sprüche dagelassen, was weiß ich, und die dann runtergehen vom Berg. Und dann Rainer, ja, jetzt haut ihr ab, ne? Ich wollte gerade rauskommen, jetzt haut ihr ab, ne? Kommt doch zurück, wenn euch traut. Das ist Rainer so. Und dann kommen die wieder und dann heult er wieder. Ey, so Sachen aus seiner Sicht, ne, die machen mich meistens so sauer. Zumal ich aufgrund dessen viele Leute auch gar nicht anzeigen konnte, da keinerlei Daten vorhanden waren. Ja, wofür denn anzeigen, Rainer? Wofür? Selbst wenn Leute an deinem Zaun ruckeln, das ist keine Anzeige wert. So, und da stehen und dich Reinele zu nennen, auch wenn du es anders siehst, ist auch keine Beleidigung. Ach, so kam es bei mehreren Fällen der eingeworfenen Fenster rein, du hast sie selbst eingeworfen, die meisten. So. Und wenn du wieder deinen Meltdown hattest und in die Scheibe geschlagen hast, dann hast du erst gesagt, dass die Hater das Fenster kaputt gemacht haben und kurz darauf, dass die Hater dir Schnittwunden an der Hand zugefügt haben. Oh, ich bin halt schon ein bisschen matt, ne? Muss ich sagen. Dass ich weder eine Anzeige noch Schadensersatzansprüche stellen konnte. Somit bin ich leider auf den Kosten sitzen geblieben, was für damaligen wie derzeit noch heutigen Situationen mehr als nur problematisch war und ist. Es gab sogar mal die wortwörtliche Aussage, als ich sah, wie ein Hater, die bei mir Fenster eingeworfen haben, morgens um 5 bis 6 Uhr früh. Dass Beamten jetzt nicht umdrehen würden, um die Personalien aufzunehmen, da diese jetzt Feierabend hätten. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dass die Hater, nachdem die Streife aus der Schicht war, wieder zurückkamen, interessiert die nicht. Als meine Aussage nach einigen Wochen später und wiederen derartigen Vorfall im Internet, bei der ich damals auch seinen Namen nannte, was ich heute bereue,
zeigte er mich an, mit der Begründung meines Satzes so verstanden, dass ich damit seine gesamte Arbeit als Beamter meine, wobei ich komme halt nicht klar, ne? Und seine Auffassung meines Satzes so verstand, dass ich damit seine gesamte Arbeit als Beamter meine, wobei ich nur die bei mir oder so wegen den Hatern vor meiner Tür, was ich damals eigentlich dachte, dass ich so klar sei. Junge, was ist das für ein Satz? Also bin ich gerade behindert? Lesen wir zusammen. Wir lesen zusammen. Und seine Auffassung meines Satzes so verstand, dass ich damit seine gesamte Arbeit als Beamter. So, bis hierhin verstehe ich. Meine, genau. Wobei ich nur die bei mir oder wegen den Hatern vor meiner Tür meinte. Was ich damals dachte, dass ich so klar sein müsste, da ich wohl kaum seine Arbeit gesamt meinen kann, da ich diese ja in der Gesamtheit nicht kenne. So, haben wir zusammen geschafft. Letztlich ist hier aber insgesamt, wie die Aussage von mir so verstanden wurde, dass eine Anzeige möglich war und die Aussage, die mir entgegengebracht werden, komischerweise nie. Das war das letzte Dokument, was ich hier heute für euch habe. Also das mit, dass er, ich meine, das hier, wie gesagt, das ist okay so, ne? Ich meine, wenn du wirklich mit einer Polizeiarbeit nicht zufrieden bist, so, ne? Steht jedem frei, sowas zu schreiben und abzuschicken, so, ne? Auch wenn es reiner ist, ne? Und das wahrscheinlich die Hälfte von gelogen ist, das ist erstmal egal, ne? Es geht mir ja um die allgemeine Aussage dahinter. Aber das ist wirklich so, ja, einfach so, ja, hier, ja, der war gut, als wäre so irgendwie Personalleiter oder so, ne? Der irgendwelche Berichte zu den Beamten machen müsste, ne? Wie gesagt, ich sag das glaube ich immer bei diesen Videos, wo man aus der reinen Perspektive lesen kann, was er denkt, wie festgefahren er einfach ist, so, ne? Damals schon, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Und es wird immer schlimmer, Jungs, es wird immer schlimmer.